Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es neue Manga-Vorstellung und zwar zu einem weiteren Public Key Spin-Off, nämlich Papa no Yukuruki Kinasai, Takanashi no Hidamari, auch bekannt unter The Sunny Place for Takanashi Sisters, ist ein Einzelband, erschien 2012 und lief im Ultra Jump. Leider kann ich hier keine Zeichner nennen, weil es gibt sehr viel mehr als einen Zeichner, weil es sind eine One-Shot-Sammlung von verschiedenen Zeichnern zu Papa no Yukuruki Kinasai. Aber damit ihr sie mal seht, hier hinten sind sie alle aufgelistet. Ja, und von daher kann ich auch nicht viel zur Story sagen. Es sind Einzelgeschichten. Eine gibt es hinsichtlich sogar auf den Anime. So haben wir hier das erste Mal Charaktere, Filler-Charaktere aus dem Anime drin, die in dem Manga vorkommen. Immer die Synchronsprecherin kommt einmal vor und ich glaube, die Vermieterin hat auch einen kurzen Auftritt. Und an sich aber sind es halt sehr Kurzgeschichten. Bei einem Kapitel hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass das eine verworfene Anime-Folge ist, die man vielleicht gerne noch hätte eingebaut hätte, aber irgendwie nicht reingepasst hätte, weil das hätte genau den Platz für eine Anime-Folge gehabt. Und weil, wie gesagt, hier auch noch andere, weil hier auch Charaktere aus dem Anime drin vorkommen, hätte dieses Kapitel gut als Anime-Folge, ja, wäre wunderbar gegangen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, wäre eine verworfene Idee, die man dann noch als One-Shot umgesetzt hat. Verschiedene Zeichner heißt aber auch verschiedene Zeichenstile. Und ja, die Zeichenstile schwanken extrem von sehr gut bis katastrophal, grottenschlecht. Einfach nur hässlich, wo man sich vielleicht fragt, wie konnte der Platz im Magazin bekommen. An sich ist aber die Story, falls auch noch die Frage kommt, die ist auch wieder im Band, ersten Novelband angesiedelt. Also die Zeit, was auch der Anime abdeckt, nämlich wo sie in der kleinen Wohnung wohnen. Weiter geht's nicht. Es gibt keine One-Shot-Stories zu der Zeit, wo sie bereits im großen Haus leben. Spielt also alles im Anime oder in halt dem ersten Band der Light Novel. Ich habe ja schon was zum Zeichenstil gesagt. Ich zeige euch jetzt am besten mal den schönsten Zeichenstil und auch den schlechtesten Zeichenstil. Und wir werden noch ein bisschen mehr draus. Eine Farbseite haben wir übrigens nicht. Dann haben wir noch ein schönes Vorwort. Und diesmal mache ich es wieder so, weil, wie gesagt, für ein Band lohnt sich das einfach nicht. Hier haben wir einen sehr mittelmäßigen Zeichenstil. Der ist nicht wirklich gut, ist aber auch nicht der schlechteste. Zumindest kann man die Charaktere einigermaßen noch erkennen. Dann haben wir hier auch ein Bild von Yuta, ich glaube am Ende. Da haben wir am Anfang eins. Da haben wir doch ein bisschen gut dran am Anfang. Ja, kann man sich drüber streiten, sieht nicht wirklich gut aus, aber der schlimmste Zeichenstil, der kommt jetzt. Oh mein Gott, fragt man sich da schon. Aber das wird noch viel schlimmer. Wer ist das? Soll das Yuta sein? Sieht nicht so wirklich danach aus, aber ich kann euch versichern, das soll er sein. Oder was sind das für zwei hässliche gezeichnete Aliens? Oder das ist doch nicht mehr schön. Das kommt doch nicht mal ansatzweise an die Charaktere ran. Das hat ja hier schon Oremo-Niveau. Und Oremo ist schon gerade ein schlechtes Zeichen, aber das ist hier genauso schlimm. Ja. Ich glaube, mehr muss ich zu diesem Zeichenstil nicht sagen. Das ist, wie gesagt, der schlimmste. Der Zeichenstil hier ist wieder besser. Zumindest erkennt man die Charaktere. Und der restliche Zeichenstil ist ja durchwaschen. Der beste Zeichenstil ist tatsächlich in dieser hier. Da zeige ich auch noch ein paar andere schöne Bilder. Nämlich hier sieht man die drei Schwestern sehr gut. Der kommt noch am dichtesten ans Original ran. Und was aber natürlich, was ziemlich klar ist, vor allem wenn man sich diesen Charakter hier ansieht, der Zeichner, der das hier gezeichnet hat, ist eigentlich ein Hentai-Manga-Zeichner. Der eigentlich Hentai-Jujutsu und Hentai-Manga zeichnet. Das ist übrigens auch das Kapitel, wo ich sage, wo man wirklich das Gefühl hat, das wäre die Idee für eine Anime-Folge gewesen, die man nicht umgesetzt hat. Weil hier haben wir einen völlig neuen Charakter und der aber auch, wo es auch Sinn gemacht hätte, den wieder noch einzubringen, weil es eine Nachbarin ist, die halt bald umzieht, hätte man theoretisch noch eine Folge draus machen können. Aber dafür hat es dann halt nicht gereicht. Hier haben wir diese neue Nachbarin auch nochmal.
Wie gesagt, hier sieht der Zeichenstil richtig gut aus. Hier haben wir auch nochmal Miu und Hina. Und Yuta haben wir, glaube ich, auch irgendwo noch. Ja, Yuta sieht mir auch noch aus wie Yuta. Das ist, wie gesagt, finde ich schon sehr wichtig. Dann haben wir noch diesen nicht sonderlich schönen Zeichenstil. Ja. Und der Rest ist, ja, würde ich auch nochmal zeigen. Sieht auch nicht wieder aus wie Yuta. Und der Rest ist an sich durchwaschen. Kann man sich anschauen. Also das heißt, ja, einige sind gut, andere kann man sich anschauen, ohne Augenkrebs zu bekommen. Und ein paar sind furchtbar, vor allem den ich gezeigt habe, war wirklich grauenhaft. Trotz allem würde ich sagen, ist Takanashi no Hidamari ein richtig gutes Werk. Vor allem haben wir so ein paar Bonusgeschichten, ein paar One-Shots. Kein Spin-Off, was sich direkt um einen Charakter kümmert. Und deshalb ganz klar, das Nishikun Gutti-Siegel für Papakiki-Fans sowieso ein Muss. Und auch sonst ist es ganz lustig. Wenn man die Story ansatzweise kennt, wird man hier auf jeden Fall seinen Spaß mit haben. Auch für Anime-Only-Gucker oder die Leute, die Novel nicht lesen wollen, werden mit diesem Band ihre Freude haben. So, das war's hier zu Takanashi no Hidamari. Mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.